Hallo. Ja, moin Leute, hier ist wieder Sichter, aka Devilmaus von youngfamily.de und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Ja, man hat den Medu gerade kurz schon gehört, ich war nur kurz nicht gemutet im Teamspeak. Aber wir machen mal wieder eine Runde Arma 3 King of the Hill und ich bin hier auch schon auf dem Server drauf, man hört es gerade im Hintergrund, aber ich werde gleich mal umschalten, eine Sekunde. Und Medu, ich bin sofort bei dir, mein Guter. Und zwar. Wollten wir das denn nach? Da, neues Overlay. So, ich hoffe, Bild sollte eigentlich gleich kommen. Hoffe ich zumindest. Na? Ah, ja, dann nimmt das. Sehr gut. Ja, sieht auf jeden Fall auch alles schnucklig aus. Gut, alles klar. Genau, und ich werde mich jetzt im Teamspeak auch mal entmuten und werde dem Medu mal Hallo sagen. Und dann, ja, schauen wir mal, was so abgeht. Hallo, Medu. Hallo. Nicht wundern, ich hatte gerade noch die Anfangsmusik halt an und deswegen, ne? Deswegen habe ich mich kurz gemacht. Ne? Alles gut. Das Intro sozusagen. Du bist ja doch noch da. Ja, ich war heute Abend erst. Du bist also 19:30 da sein. Ah, perfekt. Guckst du heute am Fußball? Ich wollte dich gerade fragen, wann es läuft und wo das läuft. Na, jetzt läuft gerade irgendwie Marokko und sowas halt und aber heute Abend das spannende Spiel, ist um 20 Uhr halt. Also Spanien, Portugal halt. Ja, und JL zockt natürlich auch, hallo und dich. Nur mein Problem ist, ich habe einfach kein erstes, zweites Fernsehen. Also ARD, ZDF. Habe ich nicht. Habt ihr kein Internet da oder was? Oder kein PC? Nein, ich meine auf meinem Fernsehen. Hier zu Hause. Ach so. Vielleicht nochmal Sendelauf neu suchen lassen oder so. Nee, ich habe mir jetzt erst alles eingestellt gehabt wieder. Ja gut, ich kenne das. Ja. Oder halt nochmal gucken, selber gucken halt manuell. Das geht ja auch. Ich bin gerade dabei. Ja, ich zock gerade noch eine Runde Arma, mal wieder. Ich wollte mal Version 11 mal testen. Und bin hier gerade auf so einen Infantry-Server mal gucken. Okay. Oh Gott. So, wie der gelandet ist, also das kann ja nichts werden. Ich habe gesehen, aber der Server, wo ich jetzt hier drauf bin, der leckt, glaube ich, einigermaßen. Also ein bisschen, nicht einigermaßen. Okay. Jedenfalls kam es mir gerade so vor. Schauen wir mal. Wo denke ich gar nicht so voll ist. Ich glaube ich 30, 40 Leute drauf. Und was ist anders bei V11 anstatt 10? Weiß ich nicht. Also was wohl bei Fahrzeugen halt anders sein soll halt, es soll keine Wärmesicht mehr geben oder sowas halt. Also kein Infrarot halt. Sonst ehrlich gesagt kein. Oh, ich glaube der Server deckt wirklich ein bisschen nicht. Oh. Gelbe durchgestrichene Ketten und doch nicht. Alter, ich glaube, ich muss den Server wechseln. Oh mein Gott. Hab kein ZDF. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das liegt nicht am Heim Internet, Leute, sondern es liegt tatsächlich jetzt hier gerade am Server, dass wir hier. Wow. Alter Falter. Okay, ich suche mir mal einen anderen Server. Nee. Bloß nicht. Um Gottes Willen. So. Eieiei, schade, ich dachte, da könnte man drauf spielen. So, Hab wieder Geld ausgegeben. Was hast du geholt? Sagen wir nicht wenig Geld ausgegeben. Was hast du denn geholt? Hab bei Airweapon die Vector, abbestellt, also stornieren lassen. Und hab die jetzt woanders bestellt. Achso, und hast du gespart, oder was? Aber die ist da vorrätig. Ah, okay. Und da bei Airweapon habe ich jetzt schon 5 Monate drauf gewartet, bis jetzt keine Antwort von irgendwas. Ich habe immer mal wieder nachgefragt, ja, wie sieht's denn aus? Ist die da? Ist sie nicht da? Ja, ist noch nicht da, wir haben noch nichts gehört. Okay. Und bei anderen ist sie schon im Laden drin, weißt du, da denke ich mir so. Wollt ihr mich verarschen? Naja. Habe ich die eben storniert, neu bestellt bei anderen mit Magazinen direkt dabei. Na, warum nicht, ne? 650. So, wir gehen mal wieder in grün rein. Und diesmal auf den Code4-Server. Da weiß ich auf jeden Fall direkt nicht. Seht ihr. Mhm. Hast du gerade den Preis gehört? Wie viel? 650. Wow.
Oh, du hast ein teures Hobby, das habe ich ja schon mal gesagt, ja, ne? Ja, definitiv. Oh Gott, was macht der Heli da? Oh Gott. Aber ich sehe, man hat alles an Geld und. Ja, klar. Also, das wurde nicht gewiped. Das ist ja jetzt erstmal, die wurden, war ja nur von 9 auf 10 halt, dass die da die Datenbanken umgeändert haben. Machst du mit oder was? Einfach mal eine Runde. Also, ich bin auch mal auf dem Inventory Server tatsächlich gegangen. Oder wolltest du auf dem Fahrzeug unbedingt? War mal gerade. So. Sichtweite? Habe ich hochgeschraubt gerade, oder? Ja. So, sind wir wieder hoffen, dass hier jemand fliegt. Ich möchte jetzt nämlich keinen Heli kaufen. Ich überlege, ob ich mir das dritte Perk hole. Ich habe jetzt 37.000 plus halt. Eigentlich mache ich ja immer so bis 150. bis ich mir das hole. Aber eigentlich bin ich ganz gut ausgerüstet. Sollte okay sein. Na gut, manche haben ja einen Cast, die könnte ich mir auch nehmen, aber ich will das Machine Gunner Perk nicht dafür. Ich habe jetzt nämlich die Typ 115 erstmal geholt. Also so, einmalig halt, ne? Nicht permanent. So, fliegt hier auch einer? Also, ein Heli von uns fliegt, aber hier ist sonst keiner in der Nähe. Ach, das war sogar ein Flugzeug. Gucken, kauft einer einen Heli? Kauft einer einen Heli? Ja, kauft er. Sehr nett von euch. So, und Willi, hallo an dich natürlich. Ich kann dir meinetwegen auch gleich Talkpower geben oder sowas, halt, aber du spielst ja kein Arma, soweit ich weiß. Deswegen nicht wundern, ich zockert Arma. Oder Milu kann das ja mal kurz machen, oder? Milu? Immer da. Ah, okay, danke. Hallo Willi. Da war ein Heckgeschütze. Was war da? Heckgeschütze war da. Nee, noch nicht. Erstmal bin ich gerade im Heli unterwegs und hoffe, dass ich in die City komme. Gucken, wie der hier so fliegt. Aber meine Mikrosensibilitäten sind eigentlich. Bei dir war es eigentlich ganz gut immer. Da brauche ich aber nicht so fett laut reden. Hast sogar Kavalla, Alter, wie geil. Das ist natürlich gut, Alter. Vielleicht hätte ich Unterlaufkanalwerfer nehmen sollen. Der fliegt aber ganz okay hier. Gucken, wenn er jetzt landet. Wie machen die das typische Combat-Landing, wenn die das drehen so dann? Sitter. Hilft Cola gegen Durchfall. Was? Hilft Cola gegen Durchfall? Ja. Also meines, ich bin kein Arzt, keine Ahnung, meines wissen sie eigentlich nicht. Wenn die Flasche stecken bleibt, ja. Oh, Alter. Oh wow, hier sind Gegner, oh wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich das mal heilen, Alter. Hoffentlich kommt der jetzt nicht gleich nachgelaufen. Alter Falter, was ist hier los? Oh Gott, der kommt, er kommt! Und er kommt wirklich gelaufen. So ein Penner. Die kriegen den niemals. Goddammit. Das ist auf jeden Fall nicht in einer sicheren Stelle gelandet. Goddammit. So. Soll ich selber fliegen? Ich will eigentlich nicht fliegen. Na egal, wir fliegen mal eine Runde. So, Good job, dude. Achso, dann startet noch ein anderer großer. Du. Regnet's bei euch auch? Nee. Aber heute ist hier noch recht warm und sonnig eigentlich. Ja, in meinem Spiel regnet's, nicht bei euch. Was spielst du gerade? Was zockst du gerade? Ja, ich hab bei Schiffer lange nicht mehr gespielt. Achso. Die Schiffchen? Ja, Schiffe habe ich ja gestern erst. Okay, gut. Dann werden wir mal losfliegen. Ich
mich erstmal gewöhnen, von der grünen Seite hier zu kommen. So, gucken wir, ob wir diesmal ein bisschen safe in die City kommen. Weit der Weg von Grün in die City. Ist unglaublich. So, gucken, ob wir an dieser Stelle hinkommen. Da ist natürlich auch einer, ist klar. Goddammit. Das kann doch nicht wahr sein. Die Roten campen hier ganz schön, Alter. Eine fucking Rakete. Patrick, hallo. Ich kann dir auch gleich mal Talkpower geben. Warte. Schreib mich nicht an. Verdammt. Goddammit, die blöden Runden. So, hallo, ich geh drüber. Danke. Warte, ich geb dir gleich, ich muss nur hier kurz einmal in Heli einsteigen und dann geht's los. Da sind vielleicht selber auch Bock mitzumachen. Ein bisschen Verstärkung schadet nie. So, dann gucken wir mal. Sekunde, ich muss einmal raus tabben. Moment. So. Ja, wie gesagt, wenn du einen Top-Power haben willst, Patrick, oder so, hat einen. Also, beziehungsweise, du hast ja Top-Power, meine ich. Aber wenn du Bock hast zu reden, dann kannst du gerne. Eieiei. Okay, vielleicht ist Fight schon gar nicht doch so eine schlechte Idee. Ich kann was da immer. Okay. Will über den Tower oder was? Wir sind nicht über 100. Wow. Okay. Take a tower, guys. What? Tower? Erstmal two. Kein Tower. Was? Oh Gott. So, wir sind erstmal angekommen. Ich hab grad aus die falsche Granatentaste gedrückt. Ich bin erstmal wieder daran gewöhnt, weil ich Arma gespielt. Hallo. Hallo. Alles gut? Jo, ne? Nur, dass ich schon wieder scheiß VIP-Slots reingedrückt bekommen. VIP-Slots? Naja, okay. Ja, der war nicht ganz so leer tatsächlich, der Server hier. Aber der andere, wo ich davor drauf war, der hat geleckt wie Hulle. Will jetzt hier landen. Oh Gott. Was? Oh, wo hat der mich gesehen, bitte? Gucken, ob die jetzt hier landen, wirklich. Die haben es echt geschafft. Vielleicht beleben sie mich ja wieder. Yes. Oh Gott, du bist ziemlich laut gerade, also deine Sensibilität ist wahrscheinlich, glaube ich. Bist du noch da? Ja, nur ich glaube, das... Warte mal, ich kann mal kurz hoch. Muss mal gucken, wie dein Pegel... Ansonsten mache ich dich einfach so ein bisschen leiser. So. We will end it in here, he's a fucking wall. So, guck mal, kommt mich keiner wiederholen, oh Mann. So besser? Ich hab dich eh ein bisschen leiser gemacht, aber ist okay so jetzt. Weil ja, davor, das ist halt die ganze Zeit Dauerton, als wenn du Dauersender anders hast. Ja, wegen Ventilator. Ist so warm bei dir, oder was? Nö, aber ich. Also jetzt gerade ist so, keine Ahnung, so halb regenmäßig, aber es wird nachher wahrscheinlich eh wieder sau warm. Ne? Hm.
Ich hoffe mal, dass du hier gleich raufkommst. Da ist ein Camper, oh nein. Okay, die anderen werden auf jeden Fall nicht kommen. Alles klar. Ich guck gerade, aber eigentlich ganz voll ist er glaube ich noch nicht. 5 VIP-Slots. Einen habe ich auf jeden Fall gesehen. So, Taru. So, guck mal, der Ohren fliegt, der Kollege. Ja, es versuchen schon ein, zwei Leute auf den Server zu kommen. Ein paar und drei haben jetzt getrennt. Weiß nicht. Kann aber sein, dass sie versuchen aufzukommen. Haben sie das VIP-Slot überhaupt noch drin? Cold Vorgänger verkauft gerade gar keine. Bist du sicher? Eigentlich haben die schon die ganze Zeit immer das gemacht. Sonst hätten die ja. Weil sonst hätten die ja keine Premiums hier. Oh Gott, das ist die Heli gerade abgestürzt. Dann ist das Spiel abgestürzt. Das ist mir gestern auch passiert, vorgestern oder so, glaube ich, auch passiert. Nach dem Update. Keine Ahnung warum. Ich dachte erst, es liegt an irgendeinem Motto oder sowas halt, aber eigentlich. Na gut, gestern ging es jetzt eigentlich. Also gestern haben wir auch eine Weile gezockt eigentlich. Boah, Alter, jetzt wartet ihr auf 100 Millionen Leute. Oh. Flieg doch einfach los. Das wäre nett von dir. Danke. Bin drauf. Ey, ich bin im Grün drin, ne? Jo. Alter, wir jetzt schon beschossen. War das ein Fahrzeug? Nein. War das ein Sniper? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich jetzt echt auf den Main Tower? Oh Mann. Eigentlich möchte ich nicht dahin. Oh nein, 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 nein! Oh Gott! So, die war besser. Jack, mal, ey, trotz Absturz schon 56.000 Schaden, ey. Nice. Oh, ich seh meine. Kommen die, kommen die, kommen die? Oh, die kommen, die kommen! Oh! Oh Gott. Zwei Tor. Bin mit einem Feindesturm, Alter. Holy shit, ey. Sind bestimmt Millionen Rote drin. Eieieiei. Wo landet der? Der landet ganz, ganz hinter. Landet sogar hinter den komischen Mühlen. Ich. Oh Gott. Soll ich dich jetzt echt in eine Gruppe einladen? Das wird gerade. Oh Gott. Moment. Groups. Wo ist er? Patrick. Land, motherfucker. Da. Where you land? Sniper outside of our spawn. Soll das einen Wald haben? I marked it on map. Ich bin halt im Main Tower, aber ich hab nur die oberste Dings gerade clean. Der Rest ist hier gerade ein bisschen kritisch. Oh ja, tschüss. Oh nein, aua, 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 aua. Alter Falter, ey. Da kommt ein Grüner, okay, alles klar. Dann ist alles clear. Sehr gut.
So, wir schauen mal nach. Ist keiner gekommen, alles klar. Sehr gut. Ich hab einen 8 gehört. Warum habe ich einen 8 gehört? Sehr. So, ich wollte schon sagen. War hoffentlich nur einer. Alter Falter. Ich liebe die Typ 119 ist schon 116. Typ 115 ist schon gar nicht schlecht. Okay, es war zum Glück nur einer. Ernsthaft? Jetzt nimmt er den Alamut, ey. Nein, ich hab geschielt! Verdammt! You're a dick, hold on. And still zero fucks given. Stop being a tight ass and buy your own vehicle. Was labert der? Oh Gott, ich muss unbedingt von ausmachen. Sekunde. Konfigurieren. Audio. Von. Tschüss. Fuck. Warum kommt eine Granate? Noch ein Lab. Wow. Ich glaube, hier kommt gleich noch einer, Alter. Holy shit. Wo bist du? Bist du eigentlich schon in der Nähe? Nee, ne? Nö, ich flieg jetzt gerade wieder zur City. Machst du Passagierdienst oder was? So, aber wir halten jetzt momentan gerade auch den Main Tower. Das ist schon mal gut. So. Alter, Walter. Einer ist neben euch auf dem Bürogebäude. Na, ich glaube, der hat den gerade erschossen. Aua, 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 aua. Ja, der ist tot. Guck mir gerade mal hier das Krankenhaus an. Ist aber nicht wirklich was zu sehen. Ich muss erstmal den Dings ablegen. Erstmal stillgestanden. So. Nationalhymne jetzt hier. Was? Von wem? Wie von wem? Von Marokko oder was? Ja, ja. Ja, ich komme erst heute Abend das Spiel an. Das ist auf jeden Fall geil. Portugal-Spanien wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr gute Mannschaften. Das heißt ja nicht, dass es ein gutes Spiel wird, ne? Ja, ich gehe davon aus, halt, wenn es hochkarätige Mannschaften halt sind. Ich hoffe es zumindest, dass es gut wird. Ach, auf dem Krankenhaus ist ein Sniper. Echt? Ja. Wo? Weiß ich nicht. Genauer? Ich bin gerade in den Tower gelaufen, hat er mich nach unten durchgekillt. Bist du unterm Tower oder was? Fenster. Bist du unterm Tower oder wo bist du? Ich bin ja unter dir im Tower. Okay. Naja, der ist aber nicht auf dem Dings, oder? Nicht auf dem Krankenhaus, der Sniper. Ich weiß, wo er sitzt. Er sitzt hinterm Krankenhaus auf dem Stein. Welchen? Links, rechts? Jetzt auf keine mehr. Ah! Okay, hier ist gerade Action.
Okay, ist clean. Die haben das geschafft. Rück mal ein Stück. Rück mal ein Stück, bitte. Na, du kannst ruhig hier ran, aber. Ja, aber ich versuch zu gucken. Da ist ein Mate im Haus. Wer ist da? Da sitzt ein Mate im Bürogebäude. Okay. Tower 1 ist ein Gegner. Nicht nur Tower 1, sondern da in dem Gebäude links daneben, da bei dem weißen Gebäude ist hinten gerade einer langgelaufen. Oh wow, jetzt hab ich das Ding geschossen. Was ist die beste Taktik, wenn man kein DD und kein Flugzeugträger hat? Bist du Kreuzer oder Dings? Oder nee, Schlachtzeug? Überhaupt. Naja, dann müssen die Kreuzer halt... Naja, doch. Es gibt ja Kreuzer auch, die Nebel haben, die müssen dann halt versuchen zu cappen. Naja. Kommt auch an, welches Tier und welches... wie viele BBs es gibt und so. Und man muss ja cappen halt. Echt? Jo, One Hit über 200 Meter. So, erstmal deine Munition klauen, nein. Weißt du, wo der war? Nee, ne? Ich guck mal gerade an den Fenstern. Tower 1 oder bei die. Oder dort bei der. Tower 1 hatte ich geguckt, aber da hatte ich keinen gesehen. Alter, wie sich alle durchdrängeln. What the fuck? Ja doch, der sitzt bei Tower 1. Der sitzt da in diesem Loch. Oh wow. Oh wow, 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 wow. Holy shit, ey. Das waren Unterlaufgranaten, ne? In dem Kanal ist gerade einer lang gerannt. Ein bisschen weiter. Das sind zwei, glaube ich. Und an der weißen Lagerhalle da. Ich glaube, einen haben die erwischt. Tower scheint auch keiner zu sein. Hat doch oben, ganz oben auf dem Tower ist einer drauf. Entschuldigung. Fertig ein. Oh, ernsthaft? Wo kam der Schuss denn her, bitte? Mit der Sniper. Wie ging das denn? Ja, ja. Wie ging das denn? War mitten im Raum drin. War das selber, ja? Ja, ja. Der hat mich auch gekillt. Ich war mitten im Raum drin. Ich hab aus Versehen jemand anders noch erschossen, weil der genau an mir vorbeigerannt ist, der Feind. Und Frank natürlich, hallo an dich. Danke. Grinso will Dead by Daylight spielen? Nö. Nicht jetzt Grinso. Sonst gerne. Ich habe noch gar nichts Update runtergenommen. Oder wohl doch, eigentlich schon. Holy shit, ey. Achtung, komm da hoch. Jo. Oh, es sind zwei sogar. Oh, ich hab beide. Der Server ist auch nicht gerade besser mit der Performance. Naja, im Gegensatz zu dem davor schon, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, das ist extrem. So, erst mit dich wieder driven. Alter Falter. Der erste Kill war ganz gut, aber der zweite Kill, da war es auch ein bisschen desync, glaube ich. Holy shit, ey. Was? Wurde schon wieder erschossen? Wurde schon wieder hier drin im Tower getroffen. Naja. Man hört die Einschläge jetzt immer ganz schön krass, finde ich so. Ja, die haben hier auch. Ach, der Schmerz. Genau wie mit den Raketen, die hat man jetzt auch viel krasser. Ja. Na gut, die Raketen, das war ja schon eine ganze Weile. Das glaube ich ja dann mit dem Sound-Update da gekommen. Jetzt muss ich den echt hier reviven.
könnte man durch das Fenster durchschießen. Alter, die ganze Zeit das Gefühl, hier kommt irgendeiner hoch. Hat der Omen erschossen gerade, oder? Glaube. Was macht der? Fickt der Mauer gegen den Tower, oder? Einer hoch, glaube ich. Oder? Nee, war noch einer, der weiter weggezittert. Fuck, ich habe gerade einen im Haus angesehen. Zum Glück revived einer. Die AK ist auch gut, also die will ich auf jeden Fall auch wieder haben. Ich liebe die AK. Wo ist dieser verkackte Sniper? Glaube ich sehen. Auf 90, 88 jetzt. So rennt ein Kili quer über den Berg. Jetzt wurde ich wieder gesniped. Von über 1000 Meter. Ah, warte mal. Bist du revived schon? Ne. Ah, ich glaube, die reviven dich gleich da oben. Wenn nicht, komme ich gleich. Hinten auf den Bergen, meinst du, oder was? Ja, Richtung Krankenhaus. Links neben dem Krankenhaus. Ja, der kleine oder hinten die großen Berge? Hinten bei den großen. Und ich meine auch einen gesehen zu haben bei dem kleinen. Okay. Ja, stimmt. Den kleinen habe ich auch gerade eingesehen. Ja, wenn er über 1000 ist, dann kann ich dagegen eh gar nichts machen. Der zeigt sich auch nicht mehr, der Penner, Alter. Kann ich meinen Tower beschießen, weil da auch gar keiner ist? Glaube ich. Glaube ich, ich sehe den über 1000 Meter. Wo denn? In dem Bunker oder was? 160. 160. Ganz hinten auf dem Berg, neben so Büschen. Ja. Und ist doch schon wieder ein anderer. Die snipen mir alle. Ganz oben auf dem Berg ist auch einer drauf. Blauen sie nicht, der City hocken alle auf dem Berg. Ich glaube, es kommt einer hoch. Ja, oh fuck! Hä, wie hat er mich denn erwischt? Wie ging das denn? Ich habe auch einen erwischt. Es kommt einer hoch. Oh nein. Oh Gott. Ich glaube, der eine lebt noch hier. Oh ne, ich werde auch revived. Der hat eine LR. Ja, mich hat er auch mit der LR ganz komisch getroffen. Ein ACO hat er drauf, der LR. Ja gut, Nahkampf ist natürlich ein One-Shotter, ne? Aber ich bin nicht... Ich weiß auch, wenn man zu schießt, ist schlecht wieder da. Sehr gut. Das kann man noch schalldämpfen. Ja. So, ich glaube, sind alle wieder da. Ja. Also noch tot. Drei. Voll die Action, Alter. Schießt der raus, oder was? Ja, mit der Lim schießt sonst von der Gegend rum. Thanks you. So. Hast du den, hat Bäumchen dir den Code gegeben, den ich da noch gefunden hab? Welchen? Thanks oder Tanks. Wo? Ja, jetzt für zum Bonus-XP, meinst du? Ja, XP. Echt? Wie denn geschrieben?
T-A-N-K-S. Warte. Also ganz normal halt, Englisch. Verdammt. Ah ja. Ja, die Codes werden auf dem Server, auf dem du vorhin warst, werden die auch im Chat gepostet. Ne, wohl doch nicht. Oder? Nee. Was hab ich geschrieben? Nee. Moment, vielleicht muss ich aus. Nee. Vielleicht habe ich ihn auch mal eingelöst oder so, wo wir letztes Mal gespielt haben. Kann auch schon sein. Aber ich habe den Böckchen gesagt und dann hattest du mal einmal gestreamt, da war ich aber nicht da. Ja. Alter, die ausgerottet werden immer. Du. Guckst du echt mit dem Fernglas? Ja, eine Sniper. Nee, die Sniper war diesmal vom Tower 1 eher. Wo er gerade hier geschossen hat. Was du wieder rumläuft. Ist hier irgendwas? Die sind alle chillen hier. Ich glaube, da ist schon wieder einer dort. Ja, irgendwo habe ich auch einen Einschlag gerade gehört. Naja, Tower 1 ist auch einer am linken oberen Fenster gerade gewesen. Unten läuft einer bei Tower 1. Okay. Fetten Strider, oh, ja. Jetzt unten bei Tower 1. Kaputter Ifrit angerollt. Auf der Straße los, ja. Ja, bitte auch eins hinten. Ernsthaft. Schon. Sieh die doch. Oh fuck. Jetzt hat er mich mit der LR. Wieder über 1000 Meter. Boah, dieser Sniper nervt. Die haben sich halt free eine Sniper geholt und farmen damit jetzt XP. Ja, gut. So teuer ist die auch nicht. Ich glaube, jetzt hier ist sie, kostet sie 100.000. Ja, gut, wenn du sie brauchst, du ja nur einzeln holen. Dann machst du auf jeden Fall mehr Plus als wie Minus, weißt du? Ich belebt er dich wieder? Jo. So, und alle natürlich, die da sind, hallo. 5 sehe ich gerade. Wie gesagt, wenn ihr noch keinen For Honor habt zum Beispiel, wenn ihr For Honor haben wollt, geht mal bei Ubisoft auf die Seite, da könnt ihr euch momentan For Honor runterladen. Bis zum 16. oder 17. glaube ich. Und das ist so eine Art, ja, Grundversion des Spiels und die darf man danach auch behalten. Also das könnt ihr dann halt umsonst auch zocken, also wenn ihr es behalten wollt. Ich weiß nicht, ob du For Honor, du hattest ja glaube ich For Honor, ne? Ja. Jo, ich hab's mir jetzt Ding auch nochmal auf PC geholt, ich hab's auf PS4. Hatten wir nicht zusammen angezockt? Nee. Nee? Nö. Und dann lade mal auch die Grundversion runter, auf jeden Fall. Wow, jetzt dachte ich gerade, komm deine hoch, Alter. Komischerweise ist gar keiner vom Hospital, Alter. Ah doch? Da sind sogar mehrere. Und dann ist die AK wieder da. Die AK ist so gut einfach. Die Typ 115 ist eigentlich auch nicht schlecht. Kannst du mich mal gerade reviven? Falls sie das nicht mitkriegen. Jo. Ja, da steht schon einer direkt neben mir. Ich weiß nicht, ob der mich holt. Der hat das schon gemacht. Wow, hab ich gar nicht gesehen.
Gut, dass wir den Tower halten hier, Alter. Schieße von ganz oben oder wo schießt du? Ich schieß grad gar nicht, das ist eine MX, glaube ich. Ja, die MX schießt, die schießt auf Tower 1. Okay. Ein Orca landet auf der Burg. Auf der Burg, okay. Laufen jetzt viele Leute. Hier fliegen Raketen rum und weiß ich was alles. Wo ist er denn jetzt dran gestorben? Oh Gott. Hier fliegen Raketen rum. Hoffentlich wird er gerived von unten. Du bist auch getroffen? LAR, bin tot. Deswegen bin ich nicht aufgestanden. Ja, das laufen ganz viele Leute rum. Ja. Aber wie werdet ihr von unten wieder gerived? Ey, da läuft voll das krasse Spiel hier, ey. Marokko gegen Iran. Ja, das andere ist interessant auf jeden Fall. Das gucke ich mir heute Abend auf jeden Fall auch an. Ich muss auf jeden Fall 20 Uhr machen, wir auf jeden Fall spätestens Feierabend. Aber ist ja noch eine Weile Zeit. Wo ist der vom Krankenhaus hin, Mann? Was macht der Hamming da vorne? Da ist er gelandet, ne? Tower 1 wird auch hergeballert. Habt ihr keine Veranstaltungen heute? Ja doch, aber ich bin ja nicht der Einzige, der da arbeitet. Und bei so unwichtigen Spielen oder was halt, und abends bin ich ja eh nicht da halt. Von mich betrifft das halt nur, die Bar betrifft das halt viel. Wo bist du denn? Ja, da unten beim Ding, beim Weg vom Krankenhaus laufen ganz viele rum. Sitzen in dem einen Loch drin. Der komische Mauer, wo man sich draufsteckt beim Endgame. Achso, da sind die was. Ja, da laufen ganz halt welche rum. Fuck. So, direkt beim Baum. Hm. Auf die Revive-Min hier, ja. Okay, alles klar. Ist direkt wieder tot. Schlechte Position gewählt, würde ich sagen. Und der nächste hier oben ist auch tot. Ich geh mal runter und revive mit. Okay. Na, das sind doch 5 Leute. So, und Alex. Und? Alex RIP 1, natürlich, fuck yeah, danke, dass du den Herzen gedrückt hast. Schön, dass du da bist. Und heißt ihn natürlich im Chat herzlich willkommen in der #FollowUp. Wie gesagt, danke. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch alle mitmachen. Dann müsst ihr mir nur sagen, dann lade ich euch in die Gruppe ein. Hä, was? Ist nicht gestorben, Alter? Ich nehme jetzt mal die Munition, Alter. So, damit haben wir ihn erwischt. Oh Gott. Hier ist explodiert irgendwo, Alter. Hier ist voll die Action. Falschem Springen kommt zum Glück nicht, ja. Die entscheiden sich weise dagegen. Oh, ich liebe die gute Munition hier. Selbst mit Ammo hat man aber nur leider 3-4 Magazine. Vom Tower meinen sie auch, oder was? Oh. Okay, der will da gucken. Alter Falter. Also da darf man nicht durchgucken durch die Lücke. Die TMX, ey. Die lebt aber dauerhaft hier, der Typ hier. Ja. Der hat sich nicht einmal bewegt und lebt immer noch. Ich bin hier auch nicht die ganze Zeit am Leben noch. So ist er nicht.
Läuft schon wieder einer die Mauer runter. Ja, ich will mal ein paar andere Positionen auch auschecken. Und manchmal laufen wir da vielleicht auch welche lang. Ich will ganz bei irgendwelchen Leuten Schüsse einschlagen. Landet auf dem Krankenhaus. Oh, jetzt wurde ich auch erwischt. Wow. Über 300 Meter. Und ran mal, was er für eine Waffe hatte. Cyrus? Ja. Guckst ja im Stream, ich vergaß. Ich hab gar nicht im Stream geguckt. Aber er hat wirklich eine Cyrus gehabt. Die beste Waffe. Ja, ist schon okay auf jeden Fall. Und manchmal im Nahkampf bist du halt so ein bisschen. So, ich werde revived. Oh yeah. Oh Gott, ich schnell weg. Hat echt nichts gegen den AMS jetzt. Ich habe auch leider einen RCO nur. Ah! Bist du auch beschossen oder was? Bei meinem Nachbar. Das ist jetzt Sommerzeit, ne? K18. Holy shit, ey. Nee, einer ist die ganze Zeit beschäftigt mit Drive mir unten, Alter. Der kriegt sein Geld wahrscheinlich. Der hat auch mehr Dick dabei. Ja. Mal gucken, noch ein. Ein Tower schiebt auf jeden Fall gut Wache, das ist schon mal ordentlich. Und überall an den wichtigen Positionen. Tower 3 sind auch unsere. Düpdidu. Wie sie alle rumliegen, Alter, ist zu geil. Mein Loch ist sogar noch da. Eine Schießscharte. Toll, ist ein eigener, schade. Ja, auf dem Krankenhaus ist jetzt auch ein eigener. Ganz hinten Sniper von rechts irgendwo. Keine Ahnung, von Tower 2 oder so. Echt? Oh wow, nein, ich darf nicht aufstehen. Oh Gott. Oh wow, 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 oh, Alter. Das ist richtig danger hier, Alter. Mann, ich will eine Cyrus und einen K1 haben. Ich glaube, unten wird gerade gekämpft. Na, die reviven schon und unten sind auch noch Mates. Okay. Ja. Und tot, gesniped von einem K18. Ja gut, die farmen jetzt hier natürlich alle das ab, ne? Und wir, von den Punkten her haben wir Rot gleich überholt. Ja, zum Glück. Und snipe mir eh nur. Nix da hier neben mir. Da kommt wieder ein Humming. Hä, hey, was? Was? Hab ich dich gekillt? Nee, nee, aber irgendein. Ich weiß nicht, über 600 Meter, wie ging das denn? Das, was für eine Waffe? Eine Martian. Kleine Cyrus. Ja. Macht weniger Damage und hat kein Auto.
oder andere. Alter, fett, ey. Warum wurde man echt des Todes weggeholt, ey? Ich glaube, unten wird wieder gekämpft, oder was? Jetzt habe ich gebrochene Beine. Was mit dem Heli? Es landet ein Morbok. Alter, will mich platt fahren. Nein. Er kommt von der anderen Seite. Und killt mich natürlich auch noch, obwohl ich ein ganzes Magazin reingeballert habe. Oh oh, vielleicht passen die Leute auf. Ja, ich denke mal schon, dass die alarmiert sind. Es war nur einer, den ich gesehen habe. Und der ist tot. Wird revived. Okay. Der ist sogar auf dem ersten Platz gerade. Das ist natürlich doof, dass der Heli jetzt hier oben ist, wenn er gleich weggesprengt wird. Dann, ich werde jetzt auch revived. Denonica T-Bow. Nicht mal ein Schalldämpfer. Ja. Das Magazin hat für uns alle gereicht. Aber zumindest habe ich keine gebrochenen Beine mehr. Kommt schon wieder ein Hummingbird. Ja, wenn der Heli gleich abgeschossen wird mit weiß ich was, dann... Wow, der eine ist nah gewesen. Hilfe. Was ist das, soll der Hi von Jenny sagen? Von? Ach, Jenny, hallo. Na? Ich hab einen Aid gehört. Die landet bei 1. Ja. Fuck. Ja, ganz hoch kann man nicht gehen. Ich versuche hier die wegzufliegen. Einsteigen kann ich. Nee, der ist schon kaputt, denke ich mal. Ich will da nicht einsteigen, weil ich weiß nicht, wo ich da aussteige. Aua, Fallschirm, aua. Oben, Dach oder was? Ja, von uns ein Fallschirm. Alter, Falter. Hat mich fast gekillt. Ja, die Dinger sind saugefährlich, Alter. Ja, Fallschirme sind gefährlich, Leute. Ich hab's überlebt. Ich stand sogar näher an der... Oh, wow. Schon wieder der über 200 Meter. Nils van Laden. Du Schlawiner. Aber wir haben sie jetzt endlich überholt, die Roten. Guck mal, jetzt wechseln natürlich alle hier wieder hier rüber. Ich finde das so lächerlich immer. Was hat jemand im Team bleiben? Die ganze Zeit waren wir weniger eigentlich. Oh, fuck, ey. Ich hab nicht mehr so viel Muni. Ich hab noch 10 Magazine. Ja, ich. Na gut, 7 habe ich auch, ich repack die mal. Ich tue jetzt auch gerade 8 repacken. Ich glaube, da kommt irgendwann noch hoch, oder? Nicht jetzt. Nein, er kommt wirklich. Wow, er kommt noch hoch, Achtung. Ernsthaft? Oh, MK200. Hat er dich weggeholt, oder was? Ja, und der Mate sogar, und der da noch unten war. Nee, jetzt krieg ich nochmal ein paar Schüsse. Ich glaub, der hat gerade alle weggeholt. Ja, hat er echt. Ernsthaft? Nee, er ist tot. Naja. Alter Falter, ey. Ich hab gerade meine Dings repackt. So, Blue Eye Real natürlich. Auch hallo an dich. Was geht? Ja, hier gerade wurden wir gerade niedergemäht, Alter. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Bis man aus diesem Repacking-Modus wieder rauskommt, dauert es 1 Million Stunden. Oh Gott. Ich hoffe, wir kriegen alle revived. Ich habe halt den gebrochenen Beine gehabt. Ist meiner tot, Alter, der mich revived? Oder warum dauert das lange? Ah, nee. Jetzt revived mich, Alter. Kommt schon wieder irgendwer hoch, glaube ich. Oh nein. Ah ja, ich glaube schon.
weil ich glaube, der hat aufgehört. Es leben noch welche bei uns im Tower. Ja. Bei mir sind auf jeden Fall noch zwei, die leben. Ich sehe Rauch. Ich bin wieder da. Wow. Sind hier viele tot, Alter. Holy shit. Das waren, glaube ich, 10 Tote hier gerade, Alter. Der muss gut Geld gerade bekommen haben, Alter, für die Aktion. Das war mutig, Alter. Sind 20 Leute hier reinzurennen, Alter, und der hat alle niedergemäht. Wie sie alle hier rumrennen. Ja. Crazy, Alter. Das war schon krass. Der wird komplett gelootet. Ja, und jetzt bepacke ich meine Magazine. Kommt der bestimmt gleich wieder, Alter, pass mal auf. Das dauert voll lange, die 8 Magazine. Oh, ASP. Aber nicht nah, ne? Weiß nicht, ich kann die Waffe überhaupt nicht einschätzen. Sag mal um Entfernung, also wenn du weißt, weiß ich nicht, dass nicht gerade einer nah ist oder so. So, wie viel FPS hast du? Kannst du mir deine Grafik-Settings zeigen? Ja, tatsächlich, ich habe nicht die beste Grafikkarte. Moment, ich kann das währenddessen machen. Aber, Moment. Jetzt gerade habe ich mit Stream oder so halt 28, aber ich habe die Sichtweite auch ganz hoch gestellt halt. Tatsächlich, also nochmal in den anderen Settings halt auch. Ansonsten halt Standard niedrig hoch. Was ist da hier? Sampling 100%. Na, weil ich mache mal Schatten und sowas halt aus und Partikel eigentlich niedrig und so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber es sind halt tatsächlich mehr gefühlte FPS halt tatsächlich. Ne? Dadurch, dass ja Arma 3 sehr, sehr prozessorlastig halt ist. Also ein Spiel ist, was viel einen guten Prozessor halt braucht. Und den habe ich ja zum Glück. Daher ist das alles safe. Und ich kann halt auch mit 60 FPS streamen halt. Und hier habe ich halt noch die Settings auch noch hochgestellt halt. Deswegen. Also ich könnte es halt auch noch ein bisschen mehr maximieren, aber für mich reicht es vollkommen so aus. Also ich habe keine Lag-Spikes oder sowas halt. Ich könnte es auch noch ein bisschen höher stellen, wenn ich wollte oder sowas halt, aber... Deswegen, wie gesagt, ich spiele lieber so, dann habe ich ordentliche Sichtweite und einigermaßen gute Grafik. Also alles ist so mittelmäßig eingestellt. Aber es kommt immer darauf an, wie viele Leute halt auf dem Server sind. Und du siehst ja, hier sind sehr, sehr viele Leute halt. Also gerade auch hier in der Nähe gerade. Deswegen ist das halt auch nochmal weniger. Deswegen sind bestimmt 10 Leute oder 12 Leute halt in der Nähe, die natürlich auch alle hier rumballern. Bist du langsam? Bist du K.O. oder überlasten? Nö, ich tue Dauerziehen gerade. Was machst du? Ich tue gerade Dauer aim. Okay. Was klaut der mir jetzt aus dem Rucksack? Noch nix. Ich habe nur ein Magazin mal nachgepackt. Guck mal, ob du... Huch. Hä? Man kann sich jetzt auch einen Rucksack neu bewaffnen und so. Ach so? Oh. Ja, ich habe noch 7 und noch 4 fürs andere. Ich sehe nichts im Rucksack. Hm. Weg. Jetzt hast du mir was reingelegt. Nö, geklaut. Nee, reingelegt tatsächlich. Oh. Egal. Ich sehe nichts mehr drin. Passt schon. So, hier ist wieder einer tot, warum auch immer. Tau 1 zum Gegner. Nein, da kommen auch gerade falsch mit Springer. Auf 80. Einer oder zwei. Einer gerade sehe ich. Von oben Action oder wo? Unten noch weiter sind auch nochmal zwei, drei Stück. Drei. Oh, die Abuse-Admins sind hier auf dem Server. Wieso? Wir gucken Chat. Er muss halt gucken, ob es wirklich ein Admin war. Ja, hatte die Ding. Reserve-Slot connected, naja gut, ich meine, ist ja klar. Wenn jemand halt Premium hat, das sieht, wird das halt, glaube ich, angezeigt. Nee, da hat gerade im Global Chat einer geschrieben mit der Unit von Ding. Code 4 Gaming Admins. Okay. Oh ja, Tower 1 und 2 auf jeden Fall. Oben 3 sogar. So,
Problem ist, ich werde hier bestimmt weggesniped, wenn ich mich hier hinstelle. Wa? Geh bitte nicht vor mich, Junge. Das ist nur das Fenster, ne? Ich sitze zu dritt, ne, zu viert sogar auf das Fenster rumstehen. Komm ich mit der 50er durch das Fenster durch? Nee, ne? Normal, kommt man nur mit APDS durch. Ja. Fuck. Ich glaube, es kommt einer wieder hoch. Achtung. Aber mich hat jemand weggeholt woanders. Ja, es kommt, glaube ich, einer hoch. Das wird hier hart geballert. Nee, das ist oben bei uns der eine auf dem Dach, aber es ist ein Mate in dem Raum. Okay. Was? Das war beim Direct, Alter. Der Arsch. Ja, Direct ist nicht mit von. Ja. Ich hab eine Granate okay. Passt du hier auf, oder was? Was ja, ich hab jetzt geguckt, während du revived wirst. Falls da noch einer reinkommt. Und der Mad campt unten. Boah, wie viele die oben sind. Der eine Mate hat keine Waffe. Warum nimmt er sich denn nicht die THG? So, nimm das rein. Hier ist noch eine Katiba auch noch. Hier ist sogar eine LR. Hier fliegt einfach ein Hut. Danger hier, Alter, holy shit. Ich glaube, ich gehe mal wieder oben rauf. Guck hier auf der Treppe, fliegt ein Hut. Ne, jetzt nicht mehr. Hatte nur den Hut aufgesammelt. Nur eine THG sehe ich hier. Ja, gerade irgendwer hat da den Hut angezogen. Wow. Da kam gerade eine Nate und da ist gerade eine Leiche von uns runtergeflogen oder irgendjemand. Ja, eine Leiche von uns ist gerade runtergeflogen. Oh nein, der Arme. Natürlich passt hier nicht in den Rucksack rein. Oh, nein, nein, warum stellt er sich hin? Was machst du? Du verdammter! Wenn du auf dem Boden legst, stellt man sich hin. Nein, 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 nein! Warum stellt er sich schon wieder? Was macht er? Oh, ich will doch nur diese Waffe aufsammeln. Ah, der Mate krabbelt die Treppe runter. Du bist schon wieder. Ich wollte wenigstens die MG noch haben. War ja geil wieder, ey. Okay, sehr gut, ich liege. Gut gemacht. So, genau, MK200, die nehmen wir mal. Oh, was da in den Heli ballert. Ja. Ja, ist doch gut so. Ja, der ist dahin geschafft, der Teammate beim Krankenhaus. Oh, wow. Blöde Mal wieder über 600 Meter. Oh Gott, ich habe eine ganz gute Spreizposition gerade eingenommen. Alter! Ich habe auch die verrückteste Position, wie ich da liege, ey. Verdammt, ich mach mal Screenshot. F12? So. Oh Mann. Verkackten Sniper, ey, hier. Geh mir auf den Sack. Castle explodiert auch gerade ein Heli. Oh, hier liegt jetzt richtig noch was rum. Katiba. So, ein ARCO. Was habe ich hier drauf? ARCO. 6,5er Muni brauche ich aber nicht. Obwohl 30 Schuss, aber es sind nicht die gleichen. Egal, wir nicht. Probieren wir. Er schießt aufs Fenster. So, sonst nichts mehr Interessantes. Alter, die Runde dauert gut lange auf jeden Fall. Genau aus diesem Grund bin ich nicht aufgestanden. Lieber Harvey. So. Ich denke mal, du wirst schon revived.
Nee, da kommt man definitiv nicht durch die Fenster mit der 50er. Hm, schade. Hätte jetzt da nicht weggeschoben. 200 Metern ist bar 16. Leiche hier an uns vorbeigeflogen. Der Heli will nicht hier wirklich landen, oder? Hau ab, Mann. Wenn das kann so laufen, so, oder? Oh Gott, er ist abgesprungen. Will er mich verarschen? Also, geh weg, du verkackter Affe. Wenn der Heli nicht explodiert, sind wir alle am Arsch. Alter. Ich gehe nicht auf jeden Fall zum Heli hin, weil das Ding gleich hochgeht, Alter. Kann man den flippen? Der muss eigentlich runterfallen, das Ding. Oh Gott. Oh, flippen kann man ihn nicht. Zumindest ausmachen wäre ganz gut. Kannst du auf die Bank sitzen, mehr glaube ich nicht. Sehr gut. Mehr Granaten jetzt braucht man nicht. Das Ding geht doch eh gleich wieder hoch, Alter. Man kann sich hier nur liegend bewegen, Alter. Toll, ausgerechnet an meiner Stelle liegt, wo ich liegen wollte, dann liegt der. Das ist nicht euer Ernst. Kommt einer hoch? Oh, genau! Das sollte nicht passieren. Oh Gott. Was machst du? Oh Gott. Wow. Irgendwo liegt doch einer mit dem Schalter. Wir können den Schalter einfach runternehmen. Mhm. Das Ding hat es nicht so einen Rückstoß. Okay, jetzt eine Nade geworfen. Warum auch immer. Da einer rum. Oh, da kommt ein Hammett angefahren auf 85. Oh, fuck. Die Mama. Ja. So hart am Campen. Naja, wir verteidigen hier gerade den Main Tower halt eigentlich. Und versuchen uns hier zu verteidigen. In alle Richtungen kommt hier irgendwie das Bömmchen. Versucht auch gerade aufzukommen. Sehe ich gerade. Hallo, Bömmchen. Und auch Martin. Ja, da musst du von unten warten, musst du von unten driven. Oh Gott, da kommt schon wieder ein Heli mit Leuten angeflogen. Hör da! Blöder Fallschirm! Die sind saugefährlich, die Dinger, Mann! Oh, der hat mich richtig erwischt, Alter. Ich habe auch ein ganzes Magazin reingeballert. Ich hoffe, der hat ein Dings dabei. Ist das der Tote hier? Oder? Weiß ich nicht. Ja, ich brauche unbedingt einen Medipack, Alter. Ich bin hart am Struggeln gerade. Oh ja, der. Mit der Maus ist er irgendwo. Oh! Einfach umgefallen. Ja, da irgendein Sniper. Ne, diesmal eine Spa. Was? Eine Spa über 200 Meter? Wie hat er mich denn hier getroffen, bitte? DMS, die kannst du auch auf einen Kilometer mit der Spa gut schießen. Oder ja, aber jetzt. Guck mal, wie ich doch liege. Ich lag ja. Wahrscheinlich durch das Loch durchgesprayt. Und wenn du schon an den angetet warst, dann sind das nur 2-3 Schüsse. Ja, aber ich lieg recht mittig eigentlich, also wundert mich gerade. Vor mir ist zum Beispiel gar kein Loch, hinter mir ist, wenn überhaupt. Könnte ein Tower sein. Oh Gott. Lass mich mal durch, bitte. Alter. Ich muss mich unbedingt mal kurz heilen. Tempest fährt jetzt zu Tower 1.
So, jetzt haben wir nämlich auch ein paar schöne Medikits wieder am Start. Was darf denn hier die in der Gegend rum? Was hat der sonst noch dabei? Oh, der hat die MK auch gehabt, ne? Oh. Ist natürlich kräftig. Moment. Welche MK? Nein! Jetzt ist er despawned. MK20 oder was? Hm, hatte der gerade. Ja, die liegt hier noch. Nee, das ist meine, die ich leer geschossen habe. Oh Gott! Nein, nicht runterfallen! Hast du gesehen, ne? hier landet einer! Oder zwei, also eigene. Wow, wow, wow. Alter. Ich hab nur den Fallschirm gesehen. Oh Gott, Fallschirm, Achtung! Oh, er hat mich getötet, der Fallschirm! Aua! Ich auch, mich auch. Ah. Auch armer. Warum hat der so viele? Ich wurde vom Fallschirm getötet. Wie traurig ist das denn? Oh, hier oben bleiben ist keine gute Idee, mein Guter. Vor allem nicht mal E oder Q. Oh, er hat es geschafft. So, einer hat auf jeden Fall mehr Dick. Alter, diese Fallschirme sind lebensgefährlich, Alter. Alter, der Typ, der da weggeflogen. Oh nein. Wird hart drauf geballert, Alter. Alter, Alter, hier schlagen sogar Raketen, weiß ich was alles ein. Fuck, ey, hier könnte ich einigermaßen auf den Tower schießen, aber die zeigen sich nicht, die Penner. Da läuft ja einer auf dem Berg rum beim Krankenhaus vom Kleinen. Ja. Oh, da kommen jetzt zwei hochgelaufen. Ist ein eigener? Nein. Nee. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, wow. Alter. Vor allem ist der durchgebackt. Die Kamikazes, Alter. Das kann man mit dem Humming machen, aber das kann ich mit so einem Heli. Ja, so kann's auch nicht. Der Geschwindigkeit. Dann treffe ich den nicht. Ich hab mal wieder ein bisschen verkehrt. Schon wieder? Oh Gott. Der Typ, ey. Das ist safe Bömmchen. Achso, stimmt. Bömmchen kann ich auch einladen, wenn du willst. Ich muss Bescheid sagen. Das ist gar keiner von uns, der Heli. Das war ein blauer. Na komm schon, zeig dich. Team Balance? Achso, okay. Ja gut, die meisten sind gerade hier. Leider komme ich durch die Scheibe nicht durch. Oh, da kommt wieder ein Bäumchen angeflogen. Oh ja. Hallo, oh. Aua. Und du wurdest erwischt. Oh, das ist voll die Action jetzt. Zeig dich doch, Mann. Außer da an dem Fenster. Böbchen kommt wieder angeflogen. Ich hätte jetzt gerne eine APDS Lynx. Ja. Oh ja, mach das Fenster auf. Das ist eine gute Idee. Nein, mach da nicht. Der MK2 noch draus. Die ist aber leer. Warum sind bei uns so viele tot jetzt? Oh, auf dem Dach, okay. Ja, wahrscheinlich jemand wieder hingesprayt.
Und da kommt er wieder. Hallo, Röntgen. Und solange ihr nicht drauf Kamikaze macht, das würde sich sogar lohnen für ihn. Das ist ja das Traurige. Nee, wir wird's nicht. Hier oben sind 4 Leute, wir werden dann revived und sein. Naja, trotzdem, er würde 4. Ja. XP-Tischen und so schon. Jetzt macht er es bestimmt gleich. Hör auf, Bämmchen. Du fliegst von der guten Seite an. Oder eine Nave wäre auch schön. Oh, die wollen sich einfach nicht zeigen, die Penner hier. Ich würde gerne durch den Schlitz durchschießen. Wo? Jetzt bei Tower 1 gleich. 64 dann? Auf der Straße los? Nee, der fährt jetzt über die Brücke dort. Ach so, na gut, ja. Das heißt, da werden gleich neue hochgehen. Und von der Reihe über 800 Meter. What the fuck, Alter? 800 Meter ist ein stolzer Dings. Vor allem für die Waffe. Boah, Rakete. Da zeigen die sich die. Also im Tower 1 ist auf jeden Fall ordentlich was los. Bestimmt 3-4 Leute. Hallo Frank. Alles gut? Hallo. Geht's dir gut? Ja, jetzt wieder. Wieso, was war Chipke, krank oder was? Ey, was du? Ich war krank die ganze Zeit. Echt? Ach komm. Oh, nein. Ein Schnupfen hat er gehabt. Oh, ja, kleinen Schnupfen, ja genau. Oh Gott, gut. Nee, hoffentlich nichts Schlimmeres. Aber gute Birken, ne? Ich hoffe, es ist ein bisschen besser geworden. Fuck, jetzt hab ich ihn verpasst da. Ich hab 1-1 getippt. Schweine. Was? Mal Torschießen. Du meinst bei Iran und wie steht's denn da gerade? 0-0. Ja. 1-1 müssen muss stehen am Ende. Ich bin gespannt, Spanien und Dings kommt ja nachher auch noch. Wie tippst du da? Da habe ich schon immer. Gucken, muss mein Handy gucken. Ich glaube 1-0 Spanien. Okay. Also ich glaube, das wird ein 2-1 Portugal. Portugal ist scheiße. Findest du? Ja. Spanien hat auch momentan da mit dem Trainer und so die Probleme gehabt und so ein Kram dann, ne? Ja, die sind auch scheiße, aber die sind noch ein bisschen. Echt? Ich finde, das ist schon ziemlich stark, also man sollte die nicht unterschätzen. Im Gegensatz, was die Deutschen jetzt so machen gerade. Aber die haben nicht alles gezeigt, ich weiß, aber gerade im Turnier sind die noch ein bisschen besser. Die sind schon nicht schlecht. Frankreich und so wird auch interessant. Spanien ist Gruppe 1, Gruppe 2 getippt, aber ja. Danach ist direkt Schluss für die beiden. Ja, Frankreich wird auch interessant, die sind ja ziemlich jung diesmal alle. Vandal, Alter, wer läuft denn die ganze Zeit vor mir lang? Ist dein Ernst? Das nächste Mal schieße ich. Ey, pass mal auf, wie Kroatien spielt, ey. Kroatien, wie spielen die denn? Morgen, ne, habe ich, erst gut. Mit einer roten Karte gekillt. Echt? Oh, da kommt einer angefangen. Ich hoffe, die haben den bekommen. Aua. Hier ist eine Nate! Warum ist hier eine Nate? Was? Oh. Das war nicht meine. Ich lebe noch. Da oben, hier, der Gegner war das, glaube ich. Ist hier ein Gegner noch? Der ist da oben. Ja, hier liegt eine Leiche. Ich glaube, der ist hier oben irgendwie gelandet. Nee, den hier, glaube ich, getötet. Aua, LAR 1000 Meter. Holy shit, ey. Oh. Team killed! Nee, doch nicht. Wollte schon sagen. Das sah so aus. Über 100 Meter, wow. Ist eine tolle Anzeige. Können wir uns gleich zusammen angucken. Läuft das irgendwo, wo man das streamen kann? Nee, ne? Der Spannen, meinst du? Ja. Keine Ahnung, du. Ja, es läuft auch wieder Mediathek, aber die kann man ja nicht in diesen einen da Watch. Also, es läuft auf jeden. Ja. Also bei Laola Stream gucken. Oh,
Ja, nee, ich meine jetzt ja, alleine ist es vielleicht auch so, aber jetzt, da gibt es ja diese Zusammendinger da. Streamwatch Together, ich weiß nicht, ob es da auch so eine Seite gibt oder sowas, hat keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ja, das ist nicht über die ZDF Mediathek, Dings, da bummst du mal. Soll ich ja nicht. Watch Together geht das, glaube ich, nicht. Einen Raum erstellen, da geht halt nur YouTube. Ich muss so gucken nachher, Nachbar wollte eigentlich auch vorbeikommen, das war eine Rauchgranate zum Glück. Alter, der Sniper macht mich die ganze Zeit weg. Ich habe aber eine Rauchgranate geworfen. Wollt auf einen großen TV gucken dann? Der hat sogar einen Beamer, tatsächlich. Ah gut, das ist eine kleine Spielzimmer. Oh wow, das war ein Gegner! Das ist ein Gegner auf dem Dach! Ja, nicht. Was? Ja, mal. Was ist das denn jetzt? PPA no font. Oh, ich glaube der Tower. Oh Gott. Wow. Ich glaube, der Köpfchen wurde getötet. Nee, nee. Alter Falter, hier gibt's gerade richtig Action auf dem Tower. Mal gucken, ob wir das jetzt überleben. Ich bin schon tot. Ja, ich bin auch tot, aber. Ich hab einen Gegner leider übersehen, Alter. Ich hab gedacht, das wäre einer von uns gewesen. Ich weiß gar nicht, was da sonst an V11 noch die Änderungen sind, eigentlich. Nachtsichtvisier auf hier, das Wärmezeug entfernt wurde. Ja, ja gut, bei Fahrzeugen halt, ne? Ja. Und was noch? Keine Ahnung, ich hab nicht mehr viel wirklich gespielt. Schade, leider währenddessen kann ich mich die Patchnotes an. Sind wir alle tot im Tower? Ich glaube ein oder zwei leben noch unten, ne? Ist noch zwischendrin weiße Zeichen auf der Map. Ja. Fuck, ey, nur weil ich übersehen habe, dass es ein Gegner war, Mann. Peinlich. Es gibt so ein paar Livestreams, aber so halt krassen Sprachen. Naja gut, ARD kannst du ja das, aber das kannst du ja halt nirgendwo zusammen einfügen, ne? Nicht bei Watch Together, ne. Ja. Nur bei diesem Rabbit. Wie asynchron sind sie denn? Also wie weit ihr der sind, weiß ich nicht. Naja, ich meine, wenn du es jetzt in Köln guckst oder sowas halt. 15 Sekunden oder so. Und ich meine wegen Hamburg, das können wir bei Deutschland, na gut, Deutschland muss ich mir auch mal gucken. Ja. Aber irgendein Spiel kann man sich auf jeden Fall mal zusammen machen. Ich muss an die Türen zu machen, damit ich nicht höre, wenn ich hoffe, ne? Aber hatte ich letztens alles immer. Da war ja letztens auch ein dicker Artikel irgendwo im, weiß ich, Anzeiger oder so, im Auto. Wo haben sie den niedrigsten Ping oder so, und sowas. Ja. Bei mir soll das eigentlich zu uns rüberkommen können. Ich werde hier gelootet, Alter, wie traurig, oh Mann. Ich wurde gelootet. Nein. Ja, ich auch. Schon komplett ausgezogen fast. Ich glaube Respawn, oder? Was meinst du? Ich habe eh kaum Money mehr. Ja. Ja, der Typ. Also, wir werden schon auf YouTube streamen. Ja, auf YouTube soll es auch sein, ja, aber. Glaube ich. Aber kannst du da auch den Livestream-Link einfügen? Ja, also YouTube. Ich glaube, die haben auch irgendwie. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Paste. Go. So, dann kann man sich ja, keine Ahnung, Wochenende jetzt mal ein Spiel anschauen noch. Das geht auf jeden Fall. Ein Bäumchen ziehen. Ja, besser ist für ihn. Und ich guck mal, ob es in der Tick auch geht, aber ich glaube nicht. Vielleicht kennt ihr noch, falls einer gerade zuguckt oder was hat, kennt ihr eine Seite, wo man so Streams und so zusammen gucken kann? Also. Ja, also ich kenne die Seite halt, ne? Naja. Ja, ich frag mal, vielleicht kennt ihr irgendjemand was Special. Du willst halt nicht anmelden. Also bei der Rabbit. So, ja. Alles. Weil ja, du gut, das ist ja, ja. Also alles, was im Browser ist, kannst du halt streamen, weil dafür musst du halt erstmal einen Account machen. Ich glaube, wenn du in Köln das guckst und ich in Hamburg das gucke, den Livestream über Dings gleichzeitig das einschalten, das ist, glaube ich, nicht so asynchron. Ne, das müsste, also wenn du das zusammen guckst, sind wir gleich. Ja, ja, nee, ich meine jetzt halt, wenn wir beide auf der Seite den Stream extern gucken, sozusagen, weißt du? Das weiß ich nicht. Das kommt drauf an, wann du halt wahrscheinlich einschaltest oder so, aber ich denke mal, die normalen Leitungen, die wir haben, die machen das schon mit. 6-7 Sekunden sein. Also müsst du halt schon immer so eine Synchronseite da gucken, so was Stück dann lässt sich. Oh Gott. Okay, mit 3, 2, 1 und go. Der lässt mich nicht aussteigen. Ja, der Livestream. Ernsthaft? Ich kann nicht aussteigen. Haha. Jetzt bin ich raus, geil, überm Wasser. Sag mal, wie. Oh, fuck. Ich komm niemals zum Tower.
Also zum Beispiel ist das Digitalfernsehen ja auch zum Beispiel nochmal 2-3 Sekunden langsamer als das Analogfernsehen. Ja, ja, ja. Das ist auch so teilweise geil. Auch das Digital, also ich habe manchmal beim Nachbarn mitbekommen oder was halt. Der guckt ja auch so eine Sachen halt und da war es irgendwie 10 Sekunden später oder so, das Tor oder so. Oh nein, 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 nein. Oh, er guckt natürlich von oben runter. Bin ist er auch tot? Was? Also ich bin rausgesprungen, jetzt bin ich wieder irgendwie zurück in der Heli geportet worden. What? Keine Ahnung. Okay. Luak, moin moin an dich natürlich auch, Mann. Ja, bis 20 Uhr streame ich auf jeden Fall und dann muss ich halt leider, also muss ich nicht gucken, sondern will ich das Spiel halt gucken. Spanien-Portugal, das ist auf jeden Fall interessant. So ist einer der wenigen Spiele, die ich mir, also das ist jetzt wenige Spiele, ich gucke mir viele Spiele halt an, aber sie sitzt ja echt noch da drin, wie geil. Ja. Na, warte mal, ist das noch eine Möglichkeit? Könnte das tatsächlich funktionieren? Ich bin nackt da. Also geht das nicht über den YouTube? No. Ah, okay. Das ist ja später eine Wochenende sonst noch. Also morgen jetzt. Morgen. Ja gut, Sonntag, ich weiß, aber. Wann Deutschland spielt, weiß ich, aber. Oh Gott, Alter. Gruppe C! Ja, ich müsste mir jetzt die PDF wieder aufmachen, hier vom Dings Spielplan. Sie sind so die interessanten Mannschaften, gucke ich mir schon ganz gerne an. Ich versuche so viel halt mitzunehmen, wie ich kann halt. Uruguay hast du ja verpasst. Uruguay habe ich gesehen. Ja? Ja. Aber Marokko und Iran wollte ich jetzt nicht unbedingt gucken. Also weil, weißt du? Ich glaube eh nicht, dass sie aus der Vorrunde weiterkommen. Wer? Marokko und Iran. Hm. Also so wie Uruguay gespielt hat? Ja, die haben schlecht gespielt, aber die haben halt sich noch am Ende halt... Uruguay ist noch Gruppe A, ne? Ja, okay, raus. Die ist mal gucken. Ja, bei Russland halt, ne? Russland hat eine ganz einfache Gruppe. Russland, ah ja, aber ich glaube nicht, dass Russland sich nochmal so leicht tut. Nee, auf gar keinen Fall. Oh Gott, ich komme niemals zum Tower. Hast du mal gesehen, die ersten paar Minuten, wie Russland gespielt hat? Oh. Ja, ja, also Dings hat da schon eine Chance hier, in Saudi-Arabien, fand ich. Oh, bitte lass mich nicht sterben. Wenn die so gehen wie gegen Deutschland gespielt oh, hätten, ernsthaft? Dann wäre das okay gewesen, aber... Jetzt hat mich eine Cybers abgehört. Oh Mann, ich bin durch den Bug gestorben, ey. Scheiße, du bist weit weg. Oh Mann, jetzt kommen wir wieder nicht in die City. Jetzt übertreiben die Roten wieder. Edmunds. Wollen wir uns nicht einen Strider einfach kaufen? Ich weiß nicht, ob ich wiederbelebt werde, weil hier rennen Mates im Tower. Ja, okay. Strider wäre vielleicht gar nicht so unsinnvoll. Das kommt halt auch ohne Probleme. Ja gut, aber wenn wir beide im Auto sind, sonst dann, weißt du, kannst du dich heilen. Hier steht sogar ein Strider, ich fahre glaube ich mit dem mal mit, wenn der okay, fährt. Ich hoffe, der fährt. Ich habe natürlich keinen Smoke. Ey, ey, ey. Bömmchen. Bömmchen. Achso, das ist Bömmchen sogar. Luak, auch da. Warte mal, ich lade euch mal beide ein. Grupse. Lass mal auswählen, ich weiß nicht. Das ist nicht dieser nicht. Luak in weit, Bömmchen in weit. Strider ist, glaube ich, safer. Dann vor dem Mentor einfach Rauch raus. Ich habe keinen Rauch tatsächlich, das ist das Blöde. Ich bin als Kommandant nicht drin. Echt? Ich habe auch keinen. Achso, lol, ja. Okay. Hä, ich habe eigentlich auf Kommandant gewechselt. Die Tröte. Ja, Bömmchen. Hupt man noch mehr, damit alle wissen, dass sie ein RPG auf uns schießen. Jetzt. Hör mal auf, dein Bömmchen. Gut, danke. Fahr mal lieber ordentlich. Fährt schon wieder, als wenn er gesoffen hätte. Guck mal, jetzt gibt er sich extra Mühe und gleich wird er irgendwo gegenfahren. Oh, das war knapp. Das Bömmchen kennt die Strecke inzwischen. Ja, die ist ja wohl nicht schwer nach Kavada hier von allen Seiten. Und ich weiß nicht, wie oft ich hier schon auf Live-Server eine Sportlimo gegen irgendeine Mauer geballert habe. Ja gut, Sportlimo muss man ja auch wieder sagen. Aber die haben sich jetzt auch besser verbessert mit der Steuerung zum Glück. Kommt drauf an. Ich konnte davor nicht mit den Dingern nicht fahren, ich kann jetzt damit nicht fahren. Also. Ein Quad kannst du nicht mehr fahren, Alter. Das geht gar nicht. Also Maus, Tastatur und so ist auf gar keinen Fall. Und der SUV fliegt nicht mehr in der Gegend rum.
Nee, die Fahrmechanik ist schon besser auf jeden Fall. Auch Panzer und sowas halt fährt sich ja ganz anders jetzt. Also schon eine Weile. Ist schon auf jeden Fall besser. Und ins Haus rein. Du, du, du. Oh, da steht einer. Okay, dann gehen wir. Ernsthaft? Willst du in den Tower? Okay. Oh, wow. Du bist mutig, Bämmchen. Oh, lass mich durch, du dickes Ding. Alter. Köpfe mich jetzt auf, ja. Jetzt kommen wir überrennen in den Tower. Pöppchen, die singen sie alle weg. Oh, oh Gott, Granate! Ich wurde verwundet. Hier oben liegt eine AK, wenn du willst. Na gut, ich habe jetzt noch meinen vollen Typ, aber ich. Ja, kein Platz im Rucksack auch gerade. Vielleicht kann ich ja. Warte mal, Tower 1. Main Tower, meine ich. Alter. Wow, 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 wow. Hier wird geballert. Na, Selbstwandlung. Aua. Nicht Aua. Reingucken, Selbstwandlung. Alter, willst du mich verarschen? Meine Maus spinnt irgendwie, habe ich gerade ein bisschen rausgefunden. So, Main Tower. Na gut, da sind noch einige von uns. Da halt. Kommen sie wieder, die Jungs. 52 Meter. Die Jungs. Welche Jungs? Achso. Ja. Fußball. So, Luba, ich hoffe, dir geht's auch gut, Mann. Ist Halbzeit vorbei, oder was? Deutschland, Deutschland. Level würde. Mann. Sing mal bitte die marokkanische Nationalhymne. Ist klar. Kennt jeder in- und auswendig. Chala machla machla. Kommt da einer hoch? Ja, jetzt übertreibt man nicht. Das ist ja immer noch andere als chala machla Wörter. Ups, ich hab ein paar Leute gekillt. Du Arsch. Ich will sie auch. Aber hier werden wir noch nicht so hart. Oh Gott, ist irgendwo Action? Unten Bömmchen ist tot. Schlinger ist halt nicht Optimum, ne? Wow. Zafi gegen THG. Da kommt noch eine Nate. So, jetzt hier, Leute. 1-1 und dann aufhören. Komm, auch 2-0. Noch einer mit einer Kativa. Oh, Bömmchen, die war davor. Fuck. Ja, Entschuldigung. Kann auch 5-5 stehen, ne, wenn ich spiele. Oh, und doch. Oh. Ah, du hast den Gegner auch gekillt. Luak, Entschuldigung. Ich muss so gucken, ob hier noch einer ist. Gesehen, Alter. Oh. Puh, Alter. Ja, ich weiß nicht, die wollten unbedingt zeigen, dass sie Hero spielen können. Wenn sie so gespielt hätten wie gegen Deutschland, wäre es nicht so glatt ausgegangen. Greifen mich zwei Leute. Echt? Ja, einmal du und Genesis. Also gut hat Russland nicht gespielt, aber. Was? Die haben voll schlecht gespielt, Alter. Wer liegt da? Da liegt jemand, der von sich das kann. Sind froh, dass das 1-0 passiert ist durch so einen Kopfball. Alter, oh, Alter. Spannende Situation hier. Jetzt ist der... Die Spot. War, glaube ich, schon abgeschlagen. Ich hab verkackt. Hier unten wäre eine THG. Ne, ich brauche nur ein Dings halt, ein Medikit, wenn jemand hat. Jetzt gucken, hab ich meine erste gelbe Karte gewettet. Hast du gewettet? Also die erste gelbe Karte ist aber schon gefallen. Das ist doch. Oh, perfekt, danke. Hier oben liegen auch noch Leichen. Ah! Er lootet die mal ein bisschen. Wenn man da hochkommt, muss man sich erstmal durchquetschen. Au. Irgendwo wird schon wieder hergesniped, ne? Der ging knapp an Luke vorbei. Oder nee, was? Ja, Luke. Aber ich hab die überlebt. Ja, das glaube ich irgendwo auf dem Berg da hinten. Keine Ahnung, 50 bis 90 oder so, keine Ahnung. Und da oben auf dem Berg sitzt einer beim Krankenhaus und ich bin drauf. Ja, aber es gibt einen Elfmeter bei Ägypten, aber gab's auch nicht, ne, oder? Was meinst du? Bei Ägypten? Nee. Nein, war doch kein Elfmeter. War gar kein Elfmeter. Nee. Also ich hab keinen. Ägypten ist ja schon vorbei. Aber kann ja noch kommen, ja, noch zwei Spiele. Es gab nur eine gelbe Karte, glaube ich.
Wurdest du schon wie bei Patrick, ne? Nee. So wie eigentlich die zweite Liga. Der alte Sportwetten-Freen. Weißt du? Gewinnst du da wirklich noch was? Alter, fällt auf dem Main-Tor, wenn die ganz schön platt gemacht hat. Aua. Oh yeah, turns the booty. Muss mal gucken, Patrick. Oh, das hat aufgehört. Oh, das hat gerade so schön. Warte, vielleicht krieg ich das nochmal hin. Nein, hör mal auf, mich rumzuschieben. Warte. Das hat sich gerade automatisch bewegt, das war sehr, sehr lustig. Oh, schade. Sieht man das auch oder ist das nur bei mir? Ja. Guckt im Fernsehen, Mann. Und guck im Fernsehen nebenbei, weil das ist total krass. Da. Rakete? Ja, die ist voll uns vorbeigeflogen, Alter. Holy shit. Ah, gelb. Will denn der da hin? Will der da landen? Nee. Da wie viele schon auf dem Tower wieder tot sind. Ist unglaublich. Oh. Wir sind auf dem Berg, glaube ich, auch zu 1-2. Bei 160 ist auf jeden Fall irgendwo irgendein Sniper. Dann siehst du halt markieren halt, ne? Boah, 348. Da war noch einer. Der liegt da. Nein, 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 komm! Alter, warum wechselt der immer in die Dings? Was denn jetzt? So. Nein, der wurde schon erledigt. Ich bin so doof. Ah! Manchmal hasse ich mein Leben. Nein. So, Tower 1 war ja auch immer Action. Was kommt jetzt wieder? Danger. So, da gucken wir jetzt mal wieder was Fußball. So, 53. Aber das scheint keiner zu sein, oder? Probieren's mal. War auf jeden Fall drin, aber da war keiner. Krankenhaus ist auch keiner. Was denn? Marokko ist leicht am Dominieren, aber kriegen gebacken. Steht jetzt 0-0 noch, oder? Ja, ja. Man ist das Spiel eingeschlafen. Na gut, Uruguay und Dings war auch nicht so super spannend, wenn ich ehrlich bin. Also unentschieden kriege ich immer noch, zum Beispiel immer noch Tendenz, ist auch nicht schlecht. Also für 0-0. Okay. 1-1 wäre natürlich besser. Was macht Taro da oben? Wo? Ja, so 300-400 Meter jetzt überm Krankenhaus. Dreht sich komplett im Kreis. Okay, sehe ich leider nicht. Oh, kommt glaube ich einer hoch, oder? Ja. Ich glaube, die haben sich getradet.
Wille, bist du vor mir im Gucken oder bist du nach mir? Okay, safe. Ist er ganz weg? Hoffen wir nicht. Wahrscheinlich auf die Couch gelegt. Ja gut, das ist ja auch entspannt bei Fußball oder so. Was? Manchmal der scheiß Sammelanimation hängen bleibt. Kommt ein Heli. Und das Trailer lebt sogar auch noch. Noch nicht geklaut worden. Nee. Komischerweise sehe ich. Bewegt sich der Laser oder was? Nee. Mein Magazin haben sich wieder verdoppelt. Hä, was ist denn das für eine Anzeige? Seht ihr das? Nee. Nee, bei mir ist so ein grauer Punkt halt, als wenn ich ein Laser-Dings halt an. Der Laser-Designator vom Strider. Ja. Der bewegt sich sogar die ganze Zeit, das ist komisch. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen. Was doch? Nee, ich hab schon geguckt, die Kamera bewegt sich nicht. Auch erst gedacht. Oh, da kommt einer hoch! Oh fuck! Er kommt hoch, Achtung. Ist aber nur einer. Down. Da habe ich die erste Schüsse gefällt und dann wollte ich eine Nade werfen und dann kam er schon hoch. Bin nicht mitgerechnet, da war nur Level 5 zum Glück. Und es war nur einer. Alter. Hat mich erschreckt. Das sind komischen Blauen mit ihrer THG oder mit einer Katiba. Ich glaube, hinter uns landet jetzt ein Heli. Okay. Nee, der fliegt vorbei. Oh. Wir gehen jetzt hinter zum Strand. Und da ich wurde gesniped. Jo. Oh. So, eine Rakete, aber hier kommt keiner. Okay, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen verdingsen. Frank guckt gespannt aufs Fußballspiel. Wenn Tor fällt, sagt Bescheid. Holt einer Bömmchen wieder, oder was? Mach ich jetzt. Lol. Das hat lang gedauert, ey. Naja, mach durch. Ich komme hier gar nicht ran, ne? Ich komme. Doch, ich warte. Keiner kümmert sich um Bömmchen, der Arme. Da kann jemand noch so gut fahren wie ich mit einer Sportlimo. Aua, aua, aua. Kommt einer? Oh wow. Ich hab ihn aber auch getradet. Wenn's nur einer war. Guck mal, wie sich beim Admin einstemmt. Haha, nice one, Wasabi. Danke. Oh, Nate? Eine. Okay, läuft jemand Lukas? Mach ich. Okay, er ist schon fertig. Okay. Da kommt noch einer. Ich hab ihn gehittet, aber... Der ist tot. Echt? Oh wow, hab ich gar keinen Kill bekommen. Nee, ich hab einen Kill-Assist bekommen. Wahrscheinlich habe ich ihn mit der Granate angehittet. Und dann wurde er von einem anderen gekillt. Du hast ihn auch nochmal angehittet. Ich hab ihn auf jeden Fall gehittet, das habe ich gesehen. Aber es war auch wieder knapp hier, ey. Unten läuft jetzt sogar einer. Gib her. Ich hab leider keine Dings genäht mehr. Kommt jetzt hier gleich hoch. Fuck, ich hab ihn eigentlich auch gehittet, aber der steht ganz rechts unten. Was? Die sind oder was? Nee. Bämmchen geht ihn jagen, Alter. Ich bin runtergerannt, aber da unten liegen nur Leichen.
Hä? Ich hab auf jeden Fall. Hab ich ihn wieder getötet oder leckt jetzt noch einer? Der war ein zweiter auf jeden Fall. Der stand genau hier. Der hat sich hier so hochgezählt. Ich hab ihn angeschossen und dann ist er runtergerannt. Ja, dann, und da liegen zwei Tote. Aber ich hab keinen Killist bekommen und so. Okay. Na ja, gut. Einer reicht ja, wenn einer hier Wache steht. Oh Gott. Böne Zafir-Bümmchen. Huch. War das ein eigener? Holy shit. Hier, die sind jemand ganz schön. Patrick, die sind gerade hier bei mir. Ah, jetzt nicht mehr. Oh. Ah, Lukas, du kannst auch meinetwegen aus dem Fenster gucken, wenn du möchtest. Du musst hier dich nicht so einbunkern. Ich bleib dann bei dir hier. Guck mal so ein bisschen auf den Castle und mal ein bisschen, ob da irgendwo welche. Bestimmt, ey. Gute Sportlimo wurde geklaut. Das ist unser Strider und da steht das von mich. Hast du zugemacht, Bäumchen? Ja gut, die können ja trotzdem lockpicken, ne? Bäumchen, da. Spray mal da vorne hin. Hört man harte Geräusche. Hör mal. Man hatte gerade kurz Geräusche gehört, ein bisschen. Oh fuck, da komme ich niemals hin, ne? Nee. Na, vielleicht hilft es denen ein bisschen. Ich habe immer noch einen Raketenwerferschuss. Ja, ich habe auch noch einen tatsächlich. Ich weiß aber auch nicht wohin. Ich werde mal kurz oben rauf gehen, ein bisschen gucken. Towers kann man leider nicht beschießen. Oder so ein Tower irgendwas. Unteren vielleicht. Alter. Ist jemand umgekippt? Leben alle noch? Ich glaube, das war Patrick gerade. Ja, auf jeden Fall ist ein Sniper irgendwo weiter weg. Da hinten vielleicht. Jetzt fährt der eine Mate von uns mit seiner komischen Karre hier rum. Ja, ne? Ist auf der Hauptstraße noch. Ist gar nicht mehr so ungefährlich. Einzige Tower, der leer ist Tower 1, aber da sehe ich nichts. Da läuft einer beim Krankenhaus. Huh, echt? Ist der immer noch da? Weiß nicht, ich habe ihn nicht gekillt. Ich geh mal ein bisschen weg. Oh fuck, der war zu tief. Geschielt. Ja, der läuft da noch. Jetzt ist er hinter der Ecke. Da drüben auf dem Ding, Bürogebäude ist einer gelandet. Kratzer? Und kaputt. Immer gerade zwei Bilder ansagen. Es landet ein Heli bei 15, 16 Grad, ein blauer. Direkt bei den, ja, bei dieser Halle da. Das ist jetzt wieder weggeflogen. Der zweite, glaube ich, rausgelassen. Action? Kommt einer hoch? Ja, es kommt einer hoch, glaube ich. Hab ihn.
Nicht immer hinter mir stehen, Böhmchen. Keine gute Idee. Jedenfalls nicht so nah dran. War das überhaupt Böhmchen? Ah ne, du warst das, Patrick. Wollen ja niemanden falschen verdächtigen, ne? Böhmchen, Entschuldigung. Böhmchen hat mich schon mit In-Caps angeschrieben. Ich dachte, das wäre Böhmchen, aber du hast ja den Raketenwerfer, hast du gesagt. Böhmchen hat die Zafir. Ich muss es eh gleich essen, wahrscheinlich. Ja, wir schauen, wir sind dabei fast 2 Stunden auf jeden Fall. Und dann, wir machen die Runde auf jeden Fall noch zu Ende. Und dann, werde ich für heute auch erstmal Schluss machen. Morgen versuche ich nochmal ein bisschen länger zu streamen. Ich glaube, morgen kommen nicht so die interessanten Fußballspiele. Habe ich echt nur 28 Schuss die ganze Zeit in jedem Magazin? Unglaublich. Böhmchen, ich habe auf Ding, Warzone habe ich ein Ding, Moneywipe reingedrückt bekommen. Haha. Ich hab 2 Milliarden. Ich weiß nicht, ob es viel ist, aber haha. Nein, Gott, das ist nur Spaß. Man startet mit 500 Mille. Echt? Gut gesniped. Von Level 93er. Um dich mal holen. Was für ein Bäumchen denn überhaupt? So, 3 Tickets noch. Oh yeah. Heli, wo? Meiner? Er ist weit weg gewesen. So weit weg, der ist über City Richtung geflogen. Und dann landet wieder da hinten beim Bier. Der Lukas ist tot. Was ist da los? Ist er wieder schwach auf der Brust? Der Kamerad hier. Nein. Aber dafür sind wir da. Wir sind hier das Chaos-Team. Im Tower. Ich weiß gar nicht, welcher Tower das hier ist. Es ist 2. Der hört sich schon näher an, der Heli. Der landet hier direkt bei uns. Auf 160. Oh. Ich hab den Piloten. Was? Der Heli lebt noch. Der ist tot, ich hab den Piloten rausgeschossen. Da lebt keiner mehr, oder? Ja, jetzt lebt Bömmchen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der da jemanden abgesetzt hat, aber ich habe einen raus. Ich habe den Piloten rausgeschossen. Oh, jetzt sehe ich die eh weg. Ja. Das ist so voll. Bleib ich doch mal so reviven. Nicht hinlegen. Macht der denn? Böhmchen, den letzten Punkt bekommst du doch. So, das letzte Ticket. Oder? Ach, schade, wir sind ja, denn hier nicht mehr auf dem Endscreen. Doch, ich bin auf dem Endscreen. Nein, hier doch nicht. Doch, guck. Bin noch runtergesprungen. Boah, Alter, was ist denn hier los? 13.000. Holy shit, ey. 13.000 gleich auch. 16.000 End of the Game XP. Ist nicht super viel, aber... Ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich gemacht habe. Ich hatte kaum Kills. Hatte... 10 Kills. Oh Gott, hatte ich glaube ich weniger, oder? Ich weiß gar nicht, ich sehe mich immer schlecht auf der... Ich sehe mich immer schnell wegen Clank Deck und so. Gut, damit würde ich sagen, wir sind am Ende des heutigen Streams. Und morgen geht es natürlich wieder so, ich weiß gar nicht, was morgen, so ab 16.30 Uhr oder so vielleicht. Oder wenn nicht, am 18.30 Uhr. Ich muss mal gucken, halt, je nachdem immer, wann halt jetzt gute Spiele sind oder sowas halt. Oh, der Server wird sogar restartet. Nein, und ich bedanke mich natürlich beim Patrick. Jo, natürlich bei Willi und Frank natürlich, die auch hier am Start sind, aber nebenbei noch ein bisschen Fußball gucken und so. Und genau. Wir sehen uns auf jeden Fall in einer der nächsten Streams wieder, liebe Leute. Bis dann, haut rein. Ciao. Und Luak, natürlich danke, dass du auch da warst.
und Bömmchen. Da wollen wir euch natürlich nicht vergessen. So, bis zum nächsten Stream. Ciao.